Q&A Nummer 4. Boom. Yes. Wir fangen gleich an. Bitte. Weltenbrand hat eine Frage geschickt. The whole band. I guess. Und die Frage lautet, who is the founder of this podcast? Peter G. the Third. Your great-great-great-grandfather. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber hab wirklich ich gesagt, komm, machen wir das? Ja, wir haben Tisch gehabt, wir haben urlaut gesagt, das können wir besser. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so ein... Nein, wir sind definitiv, das war ein Angry White Man Moment. ganz bestimmt. Und das war natürlich, nachdem wir ein Beispiel hatten. Mhm. Und dann... Da, das geht besser. Aber ja. Wie machen wir es für null Budget? Na klar. Und da, so hat die erste Episode rausgeschaut. Und sich angehört. Ja, nach null Budget. Aber ja. Founder sind wir definitiv beide zur gleichen Zeit. Weil wir waren beide im beide sehr angry und beide sehr white. Moment. Ja, voll. Zweite Frage von Weltenbrand. Black Metal, Fragezeichen. Definitiv. Für mich ja. Ich liebe das Genre, ich liebe den Kult dahinter, den Mythos, dieses Andersweltliche. Aber ich liebe es, dass der Black Metal in dieser Dekade irgendwie voll salonfähig geworden ist. Ja. Und dass dann auf einmal so Bands wie Death Heaven und so, ja. Auf einmal in der Hipsterkultur fest verankert waren, ja, und sich getraut haben, keine Ahnung, die Black Metal Ästhetik vollkommen aufzubrechen, ja, oder Bands, denen es wirklich um die Musikästhetik dahinter geht, wie Wolves in the Throne Room, die jetzt aber nicht so auf wow, Hail Satan und so, keine Ahnung, relativ moderne, gelassene Menschen, die nicht unbedingt jede Kirche in Brand stecken müssen, sondern Backstage sitzen mit ihren MacBooks und flache Witze schieben und dann gehen sie auf die Bühne und dort sind 1000 Kerzen und spielen eine Stunde und schreien, was nicht alles im Wald passiert und super spirituelle Sachen und dann gehen sie wieder und sind die everyday normal guys mit Shirts, wie du sie gerade trägst. Für mich ist es sehr vereinzelt. Bei mir ist Black Metal sehr, nicht vereinzelt auf Bands, sondern wirklich vereinzelt Moment. Auf Songs und eben Teile von Songs. Warst du ein Beispiel? Keine Ahnung, einfach manche solche, aber das sind dann schon eher schon die Sachen, die mehr sich Richtung Black Gaze bewegen. Mhm. Dort finde ich rein, aber so das richtige Black, sicher das traditionellere Black Metal, da finde ich nicht rein. So das, 1349. Ja, das geht an mir, das geht an mir vorbei, ich kann das nicht unironisch hören. Okay, ich verstehe. Das ist sicherlich etwas, was Persönliches, dass ich das nicht kann. Ja, weil ich will nicht das Genre lächerlich machen und so. Ja. Also, aber für mich gibt es zu viele Memes von Leuten mit Corpse Paint und Jacob wants to be brutal, but his mom won't let him. diese Schiene. Und ja, super Bild übrigens. Ja, super. Far. Kennt man. Ja, also für mich sind es eher Momente in Songs und ich komme nicht mehr drauf. Es geht eher schon Richtung eben die Black Gaze-Geschichte, wo ich dann sage, das hat schon einfach sehr viel Atmosphäre und okay, und also keine Ahnung, an wen denkst du? Landlos oder sowas? Ich kann dir nicht einmal wirklich dezidiert Band sagen. Schick dir was. nächste Frage. Bitte. Paul, ehemalig in this Temple. Ex this Temple. Ist besser wie in this Ex. Ja, definitiv. eine sehr aktuelle Frage. Wie werden Konzerte in der Post-Corona-Zeit aussehen? Mhm. Ich glaube, also meine Antwort dazu ist relativ unspektakulär. Nämlich halt so 25% sind erlaubt. Ach so, du glaubst, okay. So eine
25%-Regel. Oder irgendwer tut sich wirklich an und macht Bodenmarkierungen und sagt so, wenn du reingehst, stellst du dich vorne auf A1 hin, du A2 und so weiter und so fort. Aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, man fängt da mal easy an und sagt, okay, in deinen Club passen 100 Leute, 25 dürfen rein. Do it or don't. Ja, das wird so eine, ja, glaube ich, so eine Friss- oder Stirb-Sache. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Pretty much. Ich denke, dass das nicht... Persönlich denkst du nicht, dass das die vernünftigste Lösung ist, aber nein, ich glaube, das ist die realistischste. Ja, yes. Ja. Voll. Richtig. Hallo, Paar. Servus. Follow-up von Paar. Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Underground-Szene haben? Haben wir eigentlich schon ein bisschen als Thematik gehabt? Haben wir. In der letzten Folge. Können wir noch mal kurz? Oder können wir noch mal kurz? Nein, also ich glaube, wir waren uns da einig, dass es definitiv Möglichkeiten gibt für die Underground-Szene, weil jetzt wahrscheinlich über längere Zeit größere Konzerte nicht erlaubt sind, mhm, und somit kleinere Konzerte wahrscheinlich schon. Und das heißt, die konzerthungrigen Leute oder generell die Leute, die gerne wieder auf solche Social Gatherings wollen, genau, und werden vielleicht eher lokale Underground-Sachen. Auch in Kombination mit dem Fakt, dass einfach, ja, internationale Bands in bestimmte Länder noch nicht rein dürfen oder aus ihrem Land nicht raus dürfen, mhm, oder es für sie einfach ein finanziell zu großes Risiko ist, in einem Land zu touren, wo du nur 25% der Einnahmen, voll, hast. Also ich glaube, es gibt definitiv Möglichkeiten, ob die aufgehen, ist was anderes. Das traue ich, mhm, mir nicht zu sagen, keine Ahnung. Ja, ich meine, obwohl es gibt schon Anfragen fürs nächste Jahr und so titanische Sachen, so wie Nova Rock oder so, stehen ja in Wahrheit schon oder, mhm, sind schon in einer finalen Planungsphase. Ja. 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 Also. Krise von der New Chapter. Bleibt. Was? Er hat irgendwas über den Bart geschrieben, dass der so leimend ist. Danke. Nein, er kriegt schon wieder Wellen. Er wird schon sehr, ja, wieder so griechische Statue mäßig. Sehr gut. Ja, danke. Bleibt bei dem aktuellen Thema, was uns alle beschäftigt. Wie war die Quarantäne für uns und wie haben wir die Zeit genutzt? Hast du viel geübt? Nicht so viel, to be honest. Ich habe mehr trainiert. Okay, aber ein bisschen. Und ja, es war eher eine stillere Zeit, muss ich sagen. Mhm. Eher auch zum Komplettieren. Okay. Und sinnieren. Ja. Na, jetzt so musikalisch, ich hätte viel mehr Zeit gehabt zum Üben und zum Lernen, muss ich sagen. Mhm. Habe ich nicht so viel. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt, also es ist zurzeit am Weg, vermutlich, wenn diese Folge rauskommt, habe ich es schon. Ich habe mir tatsächlich ein Interface gecheckt, damit ich einfach die Barriere zum Anfangen zu üben, mhm, niedriger mache. Mhm. Weil einfach nur mit dem Bass, ohne irgendwo anzustecken, Sachen zu lernen, macht weniger Spaß. Ist nicht so, ja. Genau, also jetzt hab ich mir ein Interface gecheckt und dann ist nice. Der Einstieg, um einfach mal den Bass zu nehmen, anzustecken. Und ja, auch du hörst das auch. Yes, und meine Freundin, die Paula, ist so lieb und ich darf manche ihrer Plugins auf meinem PC installieren. Sehr gut. Und habe einen coolen Neural DSP Sound. Fett. Ja, also es ist... Spielt sich dann eh schon was selber. Keine Ahnung, es ist vermutlich, bin ich nicht worthy. aber da gibt es einen Einstiegstest, dann können Sie das spielen. Nein, dann können wir nur die Basic-Funktionen freischalten, genau, und nicht die leimenden Sachen. Du bekommst nein, aber es so gegen Ende hin, glaube ich, habe ich mich immer mehr beschäftigt mit oh, ich könnte doch mehr üben. One could. Yes, yes. Nicht stundenlang, aber sonst immer, ja, wieder mal. Man hat mehr Zeit, um sich mit Leuten zu unterhalten auf eine socially distant Art und Weise. Physically distant. Danke. Ja, ja, sehe ich auch so. Weil in der Zeit war ich irgendwie überhaupt nicht socially distant. Ja. Eigentlich sehr viel mit meiner Familie und mit Colomadership und dir. Also wir haben sehr viel uns zugehört und gesprochen. Ja, reflektiert. Ja, oh. Ja. Oho. Nächste Frage. Julius Kössler. Oh. Shredgold. Ja.
Von dem. There he is. Nochmals zum Covid-Lockdown. Ist es ein Grund, neue Musik zu schreiben oder Killer jeglicher Produktivität und Kreativität? Es braucht keinen Grund, neue Musik zu schreiben, außer dass man sie einfach schreiben soll. There you have it. Ich bin sehr gespannt, was der Julius eigentlich macht, weil ich, um auf Chrisis Frage zurückzukommen. Wie hast du deine Zeit genutzt? wenn ich Social Media richtig verfolgt habe, hat der Julius sich einen Kontrabass zugelegt. Echt? Ah ja, voll. War das wirklich ein Kontrabass? Nein, es war Cello, oder? So genau habe ich es nicht erkannt. Es war so ein Ding, was aufrecht steht. Ja. Wie groß es ist, I don't know. Ja, wir warten auf mehr Julius. Bin sehr gespannt, wie der Julius diese Zeit genutzt hat. Offensichtlich hat er dort irgendwas gelernt und das könnte in einem nächsten Term-Output ziemlich interesting werden. Oder er startet noch ein neues Projekt. Zusätzlich zu denen, die noch nicht offiziell sind und Omni Express. Ja. Naja, wer auf Cave and Breakdown steht, definitiv. Links. Waldo von Totem Warriors. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, I don't know them. Him. Ich habe nicht mir sagen dürfen, dass er von Dark ist, weil Dark gibt es nicht mehr. Ach so. Das ist der Waldo. Ah. Naja. Hm? Alles klar. Nein. Fragt, ob wir in späterer Zukunft so was wie ein Open-Air-Festival machen, also Big Boys Open-Air-Festival. Big Boys Festival. Mit Gewichtslimit, also man muss ein bestimmtes Gewicht bringen. Vielleicht nicht Gewichtslimit, also Körperfettlimit. Das wär mandatory. Ja, dann musst du gewisse Sachen hintereinander essen können. Ja, also da gibt es ein paar Challenges. Und wenn du worthy bist, dann darfst du nein, schließen wir nicht aus. Ich meine, Konzerte haben wir ja schon veranstaltet. Why not ever do a festival? Das wäre es noch. Und dann mit Konzept und gutem Essen. Und Moderation. Oh shit. Dass wir dann Livecast dort machen. Also wenn will ich auf Waldorf und Stettler oben in einer Loge sitzen. Ach und so, unterschreiben. Also. Ja. Nein, nicht einmal so, sondern immer anfangen mit, eigentlich war das nicht so gut so, und dann so, das Ende so, ist, okay. Eigentlich war es geil. Okay. Ja, voll. Kann ich mir gut vorstellen. Ich wäre an sich gerne ein Muppet. Stell mir das leimend vor. Das lasse ich so stehen. Da wirst nichts hinzuzufügen. Ja. Unser Favorite Fragen. Zulieferer. Oh ja, ist es schon die Jackson Warrior Section? Ja, Rafchiri. Oh yeah. Brennkirchen, Kalkweiß. Erste Frage, warum performen Bands im Stehen? Weil es dynamischer und sportlicher und ja. Imposanter wirkt, als wenn man sich auf so einen gemütlichen Hocker setzt und dahin jazzt. Das ist richtig. Ja. Yeah. Dann David Diepold bei Obscura. Mhm. Warum gelingt es einzelnen... Das war ein Statement. Das ist seit neuestem ist der David Diepold bei Obscura. Yes. Warum gelingt es einzelnen Musikern und Bands nicht international wahrgenommen zu werden? Woran liegt das? Was für gesellschaftliche Strukturen sind da vielleicht eher der Grund, dass Österreich nicht so am internationalen Parkett punkten kann, mit Bands und so weiter? Übrigens muss man sagen, dass vor dem David Diepold ein anderer Österreicher bei Obscura war. Raphael Trujillo. Ah ja, damals, okay. Aber ich dachte jetzt an den Drums. So. Ah, nein. Ja, okay. Ich glaube, die Frage war so gemeint, auch warum schafft es zum Beispiel ein David Diepold im Internet super bekannt zu werden für seine Orgenblast-Sachen, die er so spielt, oder mit seinem Panzerballett-Cover. Warum schaffen das einzelne Leute, aber warum fällt es Bands so schwer? Ja? Das sind schon einmal ganz unterschiedliche Requirements im Internet. Ja, man wird von einem YouTube-Drummer eher nicht verlangen, dass der auf Tour geht, glaube ich. Deswegen muss er sich da schon mal keine Sorgen machen und kann sämtliche Energien
in Video und Editing und Sound und die Planung, die dahinter liegt, halt legen und muss auf niemanden Rücksicht nehmen, außer auf die, die vielleicht helfen, diesen Content zu kreieren. Ja? Mhm. Und als Band hast du, das ist ein ganz anderes Playing Field. Ja? Und noch dazu ist es halt, dass rein geografisch Österreich an einer sehr ungünstigen Stelle liegt, weil es ist halt, ja, wenn du Deutschland hernimmst, Deutschland ist ja doch das Zentrum von Europa. Ja? Das heißt, jeder größere Tourzirkus kommt da vorbei. Und Österreich hat aber die Kaufkraft einerseits, hat aber nicht so die arge kritische Masse, wie zum Beispiel Deutschland hat. Oder die umliegenden Länder von Österreich, ja, mhm, die es zwar nicht so die Kaufkraft haben für Merch, aber die gehen zu Konzerten und da gehen sie bedingungslos hin. Ja. Ja. Na, und ich denke auch in Österreich als international tourende Band nimmst du nur Wien wahr. Far. Weil in Nordrhein-Westfalen kannst du egal welche Stadt spielen. Ja. Und du hast ein Gebiet an Leute, was du abdeckst mit definitiv mehr Leute wie in Wien, ja, sich am Weg machen würden. Weil wenn jetzt in Dortmund etwas Größeres spielt, kommen die Leute aus Düsseldorf auch hin und umgekehrt. Und wenn halt Wien spielt, dann kommen die Leute aus Bratislava und so. Ja, auch, aber das ist trotzdem ein kleinerer Pool an Leute, ja, für so eine große Stadt. Das stimmt, ja. Und keine Ahnung, wenn du irgendwie so in Bayern spielst, dann spielst du in München und dann brauchst du aber nichts mehr sonst in Österreich spielen, außer Wien. Ja. Weil wenn du in München spielst, dann kommen die dort. Ja. Ja. Also es ist schon noch die geografische Lage. Und auch deswegen glaube ich etwas an Infrastruktur, und da meine ich jetzt im weiteren Sinn, mhm, so wie Labels und Studios und so weiter. Ich glaube, die konzentrieren, ja, sich dann auch viel eher auf, ich mache Studio in München, weil alles bis weit in Österreich hinein, wenn mein Studio gut genug ist, kommt eh zu mir. Ja. Genau. Also ich denke, es ist irgendwie auch teils Infrastruktur. Ja, und dadurch dass das Internet keine geografische Infrastruktur braucht, ja, sondern either you have it or you don't. Ja, 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 voll. Ist das ein wesentlicher Punkt. Voll. Nächste Frage vom Rapciri. Ist Metal homophob? Und wenn ja, warum? Ich hab mir das schon so oft gedacht und so oft drüber gesprochen, weil auf der einen Seite hast du schon so diesen seinen argen Männlichkeitskult dahinter, weil wenn du, also vielleicht nicht jetzt, aber so wie Metal so generell begonnen, ja, hat, wenn du denkst, keine Ahnung, es gibt Bands wie Manowar, ja, so ultra durchtrainierte Dudes, die echt wenig anhaben auf der Bühne und ja, diesen Körperkult halt zu feiern, und dann hast du Hardcore-Shows, wo 200 Männer oben ohne sich gegenseitig geben. Ja. Und auf der anderen Seite dann aber ich dann oft das Gefühl gehabt habe, vor allem eben so traditionellere Metal-Bands, ja, dass da extrem viele homophobe Strukturen und Gedanken dahinter sind, ja, dass das so zusammenclasht, dass ich mir dann oft gedacht, okay, sind sich die Leute einfach nur unsicher in ihrem Gehabe. Ich denke, dass es einfach ein generelles etwas ist. Ich glaube nicht, dass oder vielleicht ist es auch einfach meine Blindheit solchen Issues gegenüber, weil es für mich einfach kein Thema ist. Aber dass ich denke, dass es jetzt nicht einen absolut höheren Anteil an homophobe Metal-Bands oder Metal-Leute gibt, wie generell in der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt einfach generell viele homophobe Leute. Ja, und die verteilen sich. Und die verteilen überall, sich genauso, ja, wie überall anders in der Metal-Welt. Das, mhm, denke ich eher. Mhm. Ich glaube nicht, dass es als Genre an sich oder als Subkultur an sich homophob ist.
Ich glaube, ich habe auch nicht. Also zumindest nicht in unserem Wirkungsbereich habe ich nicht das Gefühl. Nein, aber das ist es ja sicherlich in bestimmte anderen Subgenres wird es vielleicht vermehrt sein, aber das sind auch Leute, die generell in ihrem Alltag schon vermehrt homophob sind und in solche Sphären sich bewegen. Also ich würde nicht sagen, dass Metal prinzipiell homophob ist. Na. Aber andererseits, weißt du, I don't know, vielleicht bin ich blind für sehr viele Issues, das kann auch immer sein. Vielleicht ist es einfach Du sagst, wenn es für einen selber kein Thema ist, das stimmt schon. I don't know. Gute Frage, nächste Frage. Yes. Was wird mit den ganzen neu aufgekommenen Streaming-Konzerte oder DJ-Acts passieren? Ist das eine Weiterentwicklung des Podcasts? Da habe ich keine fundierte Meinung dazu. Ich glaube, sollten normale Konzerte jemals wieder möglich sein, glaube ich, wird das sie wieder in der Versenkung verschwinden. Ja. Weil gestreamte Live-Konzerte sind kein Substitut für das Gefühl, dass das entsteht, wenn du tatsächlich in einer Menge stehst und vor dir Leute stehen hast, die in dem Moment gerade Musik für dich machen. Ja. Ich habe es, glaube ich, schon in einer vorigen Folge erwähnt. Ich würde sicherlich das eine oder andere Streaming-Konzert schon noch anschauen, auch gegen Bezahlung. Ja, jetzt gerade. Nein, nicht nur jetzt gerade, sondern auch in Zukunft. Mhm. Weil es eher ein On-Demand-Ding bieten kann. Ja, das schon, aber... Oder wenn es etwas ist, wo ich einfach nicht hingehen kann. Ja. Aber das ist für mich dann eher eine Weiterentwicklung der Live-DVD als ein Ersatz. Nein, ist es nicht, weil die Live-DVD legst du ein, wann du willst. Ja, sag ich ja. Ja, also, aber für ein Streaming-Konzert, das live gestreamt wird, das ist wieder so traditionelles Fernsehen und das geht mir halt dann voll am Socken, wenn ich den Tag dann danach richten muss, für dass ich vom Bildschirm sitze. Ja. Wenn es ein Live-Konzert ist, dann natürlich, dann schiebe ich meinen Arsch natürlich dahin. Ja. Aber das für das Substitut. Mhm. Kurze Frage. Nein. Wo du aus dem Bauch heraus antworten musst. Wrestling Entrance Song. Sugar Bleed. Okay. Bleed. Nein. Ja, irgendwas von fucking Sugar. Ich habe jetzt schon Bleed gesagt. Ich hätte gerne New Millennium Sinai Christ, eigentlich, aber das wird der Titel jetzt nicht eingefallen. BFG Division? Fuck! Sind Metal-Shows immer Theater? Oder sind sie nicht Theater? Wann wäre es Theater? Was ist da die Ding? Wenn ich da vorgreife, dass ich als erstes Antwort habe, ich glaube, alle Rockshows sind bis zu einem gewissen Grad Theater. Ein bisschen. Es kommt darauf an, ab wann du sagst, dann ist es Theater. Ja, manche sagen, okay, es wird erst Theater, wenn es auch ein Bühnenbild gibt und eine Kostümierung und einen Ablauf und du wirst wirklich aus deinem Alltag herausgenommen und wirst in eine andere Welt gesetzt. Ja. Hingegen ist es dann Theater, wenn ein paar Leute mit Military-T-Shirts und verkehrten Karten auf die Bühne gehen und koordiniert immer dumm hupfen, ist das dann auch schon Theater? Ja. Ich finde schon. Ja, für mich fängt es ein bisschen später an. Ja. Das ist halt für mich dann eine Musikperformance. Ja. Der Ausdruck viel zu casual. Okay. Ja, das wirkt, als wären sie gerade vom Publikum auf die Bühne und jetzt machen wir das halt. Auch wenn es geplant ist und alles. Ja, Theater, da gehören ein paar mehr Faktoren dazu. Ja. Was war die letzte CD, die du bei einem Konzert gekauft hast? Jesus Christ. Bei mir ist es so, ich hätte sie bei einem Konzert gekauft, aber dieses Konzert konnte nicht stattfinden, deswegen habe ich es online bestellt. Und das war die EP von Illegal Jazz Brunch.
Ja, da war der Immanuel so nett und hat sie mir vorbeigebracht. Pretty nice. Das letzte, was ich im CDs gekauft habe, das war Rollo Tomasi. Ah. In Chelsea. Okay, ja. Also nicht den, wo waren wir in Bratislava? Ja. Na, davor schon. Da habe ich mir alles, 4 CDs von Rollo Tomasi gekauft. Für mich etwas zu viel. Is it too prog or are you too weak? Nein, Rollo Tomasi is too arg im Okay. Das stimmt schon. Da passiert einfach zu viel. Wenn du zwinkerst, hast du es verpasst. Ja. Das kann nicht sein. Das ist eine loaded question. Drei most overrated Metal Alben ever. Most overrated? Ja. Damals war das urgut, oder was sie gemacht haben, und du musst es immer im Kontext der damaligen Zeit sehen, gilt nicht. Also okay. Generell overrated, ja, ja. Stand by it. Also I die on this hill. Aus meiner Sicht, ja. Overrated, ja. Shogun von Trivium. Das ist für mich nicht einmal irgendwie in der Diskussion zu so urgut. Echt? Ich habe das Gefühl, das wird ur, das ist, ja, das war der Meilenstein von ihr. Und ich habe mir das Gefühl gehabt, das ist so, in dem Hintergrund höre ich leise den Luftballon, aus dem gerade die Luft ausgeht. Ja. Das war heavily overrated. Kann ich verstehen. Also ja. Da sage ich nicht mal was dagegen. Puh. Eins haben wir mal. Eins haben wir jetzt mal. Heavily overrated. Boah. War das damals lang? Ja, voll. Das ist wieder das, dass ich bin nie so der, alle Leute finden das geil. Und das weiß ich dann. Bei sehr vielen Sachen weiß ich nie, was die allgemeine Meinung ist. Weil okay. Genauso wie bei sehr vielen Musikvideos, ich nicht weiß, wie das Musikvideo ist, weil ich höre mir das Lied an. Und ich schaue nicht das Musikvideo an. Also echt? Ja. Oh. Ja, das ist ein interesting piece of information. Ja. Ja. Schaust du das Musikvideo dann separat irgendwann mal nach? Oder manchmal. Cooler Song, ich schaue so ein Musikvideo. Ich war schon bei genügend Konzerten, wo ich dachte, ach so schaut die Band aus. Wo ich nicht einmal ein Foto der Band gesehen habe oder mir angeschaut habe. So, okay. Oh wait, there's 5 of them. Okay. Org. Ja, das ist beschäftigt, was passiert. Verstehe. Bestes Beispiel da war für mich Bullet for My Valentine. Okay. Wo ich mir dann dachte, wie ich den ich glaube Patch heißt der Frontman, wo ich den gesehen habe, so, he's a very pretty and attractive guy. Wo er noch lange Haare gehabt hat, die blauen Augen. He must do good in videos. Yeah. And he did. Yeah. Sonst overrated. Nein, mir fallen echt nichts an. Ich möchte dann so Bands sagen, ja, so Bands wie Dream Theater, die completely overrated sind. Ja. There's für mich jetzt ein harten Schnitt. So Pre-Mangini und Post-Mangini. Ach so, ja, okay. Mit Portnoy und ohne Portnoy. Na, also man sagt nicht Pre-Post-Mangini, sondern man richtet es nach Portnoy. Wer ist Mangini? Fastest drummer in the world. Super. Ich generell für mich wäre da einfach, weil ich nie so richtig reingefunden habe und ich weiß, ich bekomme Hate dafür, aber Metallica. Also da kannst du bei mir literally jedes Album sagen, so, ja, ich finde das overrated. Außer Sam Enger. Bester Snare Song. Das ist Bombe. Nein, das sage ich absolut, nicht einmal ironisch. Absolut unironisch ist es eines meiner Lieblingsalben von Metallica, weil du merkst, da von vorne bis hinten, fuck it, es ist raw, es ist brutal, es ist unangenehm. Ja, es ist fucking scary. Ja, ich lieb's, weil das regt sich bei mir voll viel. Ja. Ja, nicht, dass ich durchhöre, das ist alles so scheiße, dass ich mich aufregen muss, sondern ich hab das gebauert. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich I don't know. Es ist keine Metal-Band, aber ich würde auch Nevermind von Nirvana sagen. Oder heißt das Album Nevermind? Ich weiß gar nicht. Ja. Ja. Also Nirvana ist overrated. Ja.
Weil da finde ich eben das, was die Leute immer sagen, oh, das Produkt seiner Zeit und Grunge und das ist für mich so ein Bullshit. You don't get it. Yeah. Okay. I must have been there. Michelle Abert fragt, ob das Geheimhalten der Identität der Musiker, zum Beispiel maskierte Bands, Slipknot, Sleep Token, das alles, ob das ein billiger Trick für Aufmerksamkeit ist oder steckt mehr Sinn dahinter? Ja, natürlich steckt ein Konzept dahinter. Ich glaube, es steckt oft dasselbe Konzept dahinter. Dieses, unsere Musik soll überzeugen und nicht wir. Dass du die Protagonisten auch dehumanisieren willst und dadurch machst du sie zu etwas Größerem oder zu etwas anderem. Ja. Oder du normst die Band und auf einmal ist jeder auf seine Art und Weise halt wichtiger. Ja. Also, ja. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Du nimmst sie halt nicht mehr als Menschen wahr, sondern nur noch mit der Funktion, die sie haben und die Action, die sie gerade. Beste taken. Maskierte Band? Beste maskierte Band? Ich kann nie sagen, es gibt eine beste Band in irgendetwas. da streibe ich mich dagegen. Aber ich mag generell Bands, die sich ein bisschen was überlegen zu Outfits und zu Masken. Mhm. Ja. Ich habe halt Sleep Token noch nie live gesehen, aber die gehen jetzt nicht irgendwie so uraufwendig an oder so. Ja, da haben halt alle so wie so Sturmhauben, wo Logos drauf sind und der Sänger hat halt seine halbe Maske, damit er gescheit hinkommt mit seinem Mikro. Das ist halt cool, aber da ist die Verkleidung und das alles ist auch nur ein Teil davon. Ja, ja, klar. Musst du wissen, wer das ist? Also es ist nicht bei Sleep Token so, sondern generell, wenn es Bands sind, so, und die sind halt maskiert. Es ist, bist du intrigued? Ich bin definitiv intrigued und ich habe auch nachgelesen, was die Gerüchte sind und so weiter. Aber nach 2-3 Tage Sachen und Gerüchte lesen, war es für mich so, ja, okay, man weiß es nicht, passt schon. Ich mag es mir selber nicht madig machen und sage, okay, gut, der ist halt jetzt einfach, also in seinem Konzept ist er ja anscheinend eine Art Überbringer von einer höheren Entität und da sage ich so, ja, okay, das ist halt jetzt so. Der ist das. Okay. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Euroblast ein Bandmitglied identifizieren konnten. Mhm. Ich werde es auch nicht verraten, aber es ist nicht der Sänger. Ja. Ja. Ich weiß eh, wer es ist. Ja. Da fragt den Alex Höller von Caesar Guitars. Der hat das ordentlich entdeckt. Der ist schon so deep in dem Shit drinnen. Der kennt alle Conspiracies. Ja, nein, es ist cool und natürlich wäre es interessant zu wissen, wer er ist, weil ist es ein... Nein, es ist absolut nicht interessant zu wissen. Na, oh ja. Nein. Aber nicht. Egal, für mich trotzdem, um das Ganze zurückzuführen, beste ist vielleicht das falsche Wort, aber für mich einer der coolsten Bands mit Masken, Daft Punk. Die OGs. Daft Punk. Two Robots. Gorillas. Ja. Auch cool. Zwar cool nicht maskiert, aber halt auf eine andere Art und Weise gelöst. Ja. Getan, ja. Voll. Flo Kössler fragt, The Man. Gute und schlechte Beispiele für Band-Promotion und was unserer Meinung nach essentiell ist zur Band-Promotion. Schlechtes Beispiel für Promotion, Big Boys Podcast. Ich finde ganz wichtig für Band-Promotion in der Underground-Liga ist miteinander, wenn man nicht connected, wenn man nicht das Netzwerk sucht und den Kontakt mit anderen Bands und sich nicht supportet. Ja. Weil das ist ein wesentliches Promotion-Ding. Ja? Wenn dich andere Bands nicht mentionen, quasi sagen also, okay, one of us, ja, dann hast du es echt schwer. Ja? Ja. Und es ist so leicht bei uns in Wahrheit. Und es ist auch technisch nicht schwer zum Tun. Ja? Wie wir schon oft sagen, ein Share ist literally ein Klick away.
Voll. Und jetzt musst du denken, wenn du in dein Sharing und in dein Teilen, wenn du da Effort reinlegst, ja, und wenn du sagst, ich teile es nicht nur, sondern ich teile es mit all meinen Seiten und ich teile es vielleicht in eine Gruppe hinein und ich mache eine Story und ich zeige, wie ich damit mit der Mucke jetzt gerade trainieren gehe, weil es mich so pumpt und ich nehme lieber eine lokale Band als As I Lay Dying, ja, zum Beispiel. Und das feiere ich und sage, die geben mir genauso viel Energie wie eine große Major-Label-Band, aus warum auch immer das ein Unterschied sein sollte, aber ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Also Promotion von anderen Freiwilligen ist unfassbar viel wert und das nehmen viele nicht in Anspruch oder machen es auch selber nicht. Ja. Und dann wundert man sich immer, dass das stagniert oder so dahin dümpelt. Und ja, na sicher. Und das sind auch, denke ich, die Beispiele von Promotion, die nicht funktioniert, wenn man immer nur, wir haben das gemacht und absolute Funkstille zu Bands in derselben Sphären, dass man da mal versucht, einen Outreach zu machen. Yes. Aus Zeitgründen noch eine Frage. Okay. Was steht auf unserer Wishlist? Auf unserer Wishlist? Vom Daniel Sebester. World Domination. ein paar Pärchen gäbe es, die ich gerne mal anschreiben würde, dass sie daherkommen und dann miteinander Scene talken. Ich bin schon wieder viel zu materialistisch. Ich habe mir schon gedacht, so Wishlist auf Zeug kaufen. Also für dich? Hier. Ja, keine Ahnung. Geil finde ich irgendwie einen Tisch zwischen uns, wo wir cozy sitzen können und Multicams, aber nicht, dass du das nachbearbeiten musst. Das ist remote alles. Voll. Und ein fixes Studio, wo man schnell einmal hingehen kann und wo das Setup da ist, dann drückst du einen Knopf und dann check und dann geht's ab und wenn du fertig bist, pasch, lädst du es hoch. Kann man dann eigentlich pauschalisieren und sagen, Wishlist, wir wollen auch so einen Podcast-Deal wie der Joe Rogan? Ich weiß nicht, was der für einen Podcast-Deal hat, aber 100 Millionen von Spotify. Was? Hast du das nicht mitbekommen? Nein! Ich habe nur gesehen, er wechselt auf Spotify. Ja, 100 Millionen. Fuck! Ja, you gotta. Da musst. Ja, ich würde Spotify wechseln, wenn sie mir 10.000 Euro anbieten. Okay, let's be honest. 1.000 Euro. Ja, was ist das Problem? Bin ich schon da. Ja. Ja, in Wahrheit 50. Ah, okay. Ja, einmal zu Mac gehen. Ja. Dann sind wir da. Ja, so, das war's aus Zeitgründen. Ja. Voll, lass uns fahren. Das war meine letzte Episode. Ich gehe jetzt nämlich in die Babypause und kurz und knapp, ich überreiche die Fackel an den Herrn Thomas Fernis von Dern, coole Band. Und der wird meine Rolle übernehmen und mit dem Herrn dann weiter podcasten. Und ich hoffe, ihr supportet das Ding trotzdem weiter. Muss, gerne, ne? Und es wird vermutlich anders, aber anders geil. Ja? Und es war also cool, das jetzt ein Jahr zu machen und werde irgendwann mal wieder vorbeischauen. So, ne? Passt. Deswegen noch dann subscriben und liken und sharen und alles Mögliche. Ja? Und ja, stay big. Ja. Wow.